Hallo ihr Lieben, heute bin ich am Bärenlochweiher in Kinschbach. Das liegt zwischen Landstuhl und Kaiserslautern. Das ist ein Badeweiher, aber richtig, richtig kalt im Sommer. Auch wenn es wirklich, wenn 36 Grad ist, ist es hier saukalt. Gehen wir mal los und auf dem Weg sind einige Highlights, zum Beispiel der Heidenfels, der Biberbachweiher, Hexentanzplatz. Dann schauen wir mal, legen wir mal los. Das ist der große Bärenlochweiher, es gibt auch einen kleinen. Sehr idyllisch hier mit dem kleinen Bachlauf und hier ist auch schon der kleine Bärenlochweiher. Alles sehr naturbelassen, sehr urig. Alles sehr matschig, aber das macht ja nichts. Sehr, sehr urig, naturbelassen. Sehr schön. Und hier sind auch schon die ersten Felsen. Und hier geht's weiter. Hier führt wohl auch noch ein Weg. Das sehe ich mal, wie ich zurücklaufe. Das entscheide ich spontan. Und hier geht es etwas hoch. Hier in der Gegend sind halt wirklich viele Sandsteinfelsen. Und oben seht ihr Luxus, ein paar Sandsteintreppen. Perfekt. Das scheint ein altes Wasserhaus zu sein, ein Wasserhäuschen, wie die Pelzer sagen, ein Wasserhäuschen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war das letzte Mal, glaube ich, hier in meiner Schulzeit. Traurig. Eigentlich. Und es geht gerade so weiter. Und hier geht's weiter. Hat was. So, wir kommen hier zum Hexentanzplatz.
Man hört jetzt auch ein Flugzeug. Aber wir sind ja auch in der Nähe der Airbase Ramstein. Der Weg führt dann, wenn wir hier weitergehen, nach Landstuhl zur Nahnstein, wo ich ja letzte Woche war. Und ich frage mich gerade, wieso ich so lange nicht hier war. Es ist sehr schön, wirklich. Ich bin jetzt oberhalb des Heidefelsens. Jetzt schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Ja, hier die Airbase sieht man wieder. Kann man es erkennen, hier ist der Silbersee von Kinsbach. Und man hört die Autobahn, leider. Ich vermute, hier geht es weiter. Ja, sieht so aus, als ob hier ein Weg wäre. Ah ja. Schauen wir mal, wo uns der Weg hinführt. Hier ein kleiner, feiner Pfad. Das scheint die richtige Richtung zu sein. Den nehmen wir jetzt mal. Nicht schlecht. Ja, ich bin hier angekommen am römischen Matronenheiligtum Heidenfels. Ich denke, man kann das gut erkennen. Muss hier aufpassen, ist sehr glitschig, matschig. Ja, man sieht es aber schön. Ja, vielleicht könnt ihr das Video stoppen und könnt das dann lesen. Und ich bin hier immer noch am Weiher. Die Landschaft ähnelt hier irgendwie so einer Moorlandschaft. Zwischen Ramstein und Landstuhl verläuft ja die westpfälzische Moorniederung. Und ich denke, hier könnte auch so eine Moorlandschaft sein. Der Blick auf Kinsbach. Wir sind hier am Schlageter Gedenkstein. Nichts Besonderes. Hier ist der Stein.
Das ist Kinsbach und da hinten sieht man auch schon Kaiserslautern. Hier ist das Gewerbegebiet hier von Kaiserslautern. Und hier scheint der Weg weiterzugehen. So sieht es mal aus. Ja, hier geht's weiter. Schöne schmale Wege, aber überhaupt nicht anstrengend und hat fast keine Höhenmeter. Die rote Wand, die zieht sich immer weiter noch mit im Weg. Hier ist Kinsbach. Im Sonnenlicht sieht man die Airbase. Die Autobahn verläuft vorne. Und hier hinten liegt Ramstein-Miesenbach. Hier sieht man auch wieder den Potzberg. Saarland, diese Richtung. Kaiserslautern geht es dann in diese Richtung. Hier hinten liegt auch wieder Weilerbach.